Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollen wir mal, oder was heißt, heute wollen wir mal, ist gut. Die Bussard habe ich doch ein bisschen umgebaut, weil dieses Pfeifen von diesen Brushless-Motoren, das ging mir irgendwie auf den Sack, auf Deutsch gesagt, wirklich, dass dieses Pfeifen, und ich hatte es auch von den Kommentaren her auch gelesen, dass sie gesagt haben, ey, das Ding ist ein bisschen am Pfeifen wegen Hohlkörper und so weiter und so fort. Da habe ich gesagt, eigentlich ist es auch Blödsinn, in der Bussard da Brushless-Motoren reinzubauen. Keine Ahnung, was mich da geritten hatte. Ich hatte ja hier diese kleinen Surpass-Motoren verbaut, diese Brushless mit diesem Regler. Ich hatte gedacht, okay, was in der Comtesse ganz gut ist, ist vielleicht auch in der Bussard auch ganz gut, aber wisst ihr was, das ist Quatsch, Bullshit, braucht ihr nicht. Ich habe mich entschieden, wieder die Dinger auf Bürstmotoren umzubauen, 600er. Und ja, dann hatte ich noch so Bürstenregler da gehabt, dachte ich, baust du ein. Nur piepen, das ging einen noch mehr auf den Zwirn, beim langsamen Anfahren. Und jetzt habe ich mir einen neuen Regler gekauft, weil die alle gesagt haben, Olaf, kauf dir mal den Regler von der Modellbauregler. Die Dinger, die pfeifen nicht, super sauber und sind super zu justieren. Habe ich jetzt gemacht, das Ganze. Ich zeige euch das mal eben. Ich schwenke mal eben die Kamera rum. So. Ja, ihr seht hier, ich habe hier die 600er Bürstmotoren wieder eingebaut. Ich fahre die Bussard nur an 2S, also sprich an 7,4 Volt. Und das ist jetzt der Regler. Ist natürlich auf dem Kopf. Schwenkt mal gerade. So. Ich habe hier den AS1250RW, das heißt für rückwärts, vorwärts, mit Wasserkühlung sofort gekauft. Habe ich nicht angeschlossen, weil ist auch Blödsinn, aber ich dachte, man weiß ja nie, was man alles nochmal baut, für was man vielleicht den Regler mal benutzt oder wie auch immer. Deswegen habe ich den sofort mit Wasserkühlung gekauft. Ja, ich muss das Ganze jetzt ein bisschen umbauen, weil vorher hatte ich ja diese Regler, die hatte ich hier einmal links und rechts, weil bei Brushless brauchst du halt bei den Motoren jeweils einen Regler, und ich wollte jetzt diese beiden Bürstmotoren hier mit einem Regler verbauen. Jetzt habe ich mir hier oben hier so eine Polystyrolplatte mit so Klettband festgemacht und da drauf ist mit Klett jetzt auch der Regler. Ja, ich hatte am Anfang erst Probleme, weil ich den Regler genauso angeklemmt habe, wie ich sonst auch die Bürstenregler immer anklemme, sprich parallel. Dieser Regler, oder ich weiß nicht, ob es dieser nur ist oder auch die anderen, die mögen das nicht so, weil die geben dann nur die halbe Leistung ab. Also sprich, ich musste den Regler parallel anklemmen an die Motoren. Also die beiden Kabel, die vom Regler gehen, auf den Motor. Und von da aus Brücken legen zum anderen Motor. Jetzt hat der auch die volle Leistung. Fragt mich nicht, warum, ist halt so. Keine Ahnung, ob der das nicht so kann. Also die anderen Regler, die Bürstenregler, war das scheißegal. Die hatten immer die volle Leistung, dieser nicht. Vielleicht, weil er anders arbeitet. Gut, er ist jetzt verbaut. Hier habt ihr noch den Jumper, wo ihr umstellen könnt, ob ihr Lipo fahrt oder Blei oder NIMH oder wie auch immer. Er steht natürlich auf Lipo, weil ich Lipo fahre. So, ich musste natürlich, weil die Motoren ja wieder die Wellen haben von 3,17, mit meiner neuen Drehbank, habe ich mal eben schnell wieder neue Kupplungen gedreht. Was heißt schnell? Schnell ist immer relativ. An den Kupplungen dauert eh schon ein bisschen immer, wenn man die dreht. Aber egal, ist ja kein Problem. So, jetzt habe ich die Fernsteuerung mal an hier alles. Der Regler, wenn ihr den anklemmt, piept auch zweimal, dass er dann halt diesen 2S Lipo erkennt. So, und jetzt gebe ich mal ganz langsam Gas. Und jetzt hört mal, ihr hört nichts. Also geräuschloses Fahren. Was zumindest vom Regler ist. Sehr leise auf, oder sehr feinfühlig zu justieren. Genau das gleiche über Rückwärtsfahrt auch. Kein Piepen, kein Pfeifen, nichts. Wunderbar zu regeln. Ja, das gefällt mir sehr gut.
Ich habe jetzt voll Spaß in der Backen sozusagen. Und das Ganze ist jetzt endlich mal ruhig hier. Kein Pfeifen, weil, ey Leute, das geht einem so auf den Zwirn. Ich denke, ihr habt das bestimmt oder kennt das vielleicht auch, aber den Regler kann ich echt empfehlen. Klar ist er teurer wie die China-Regler und was es da alles auf dem Markt gibt, gar keine Frage. Aber dieses Pfeifen geht euch auch auf den Zwirn. Also ein paar Euro mehr und dann ist Ruhe. Also ich bin wirklich, wirklich begeistert. Wie gesagt, dieses Problem mit Parallel und Reihe war jetzt für mich auch Neuland, ne? Aber nun, es funktioniert. Das Wetter spielt leider immer nicht so richtig mit. Ich konnte jetzt nur ein bisschen auf dem Pool testen. Von der Geschwindigkeit, die 600 reichen völlig aus. Also, ich hatte gedacht, komm, tust ein bisschen Gewicht sparen, ne? Weil die 600er Motoren sind nun mal halt schwerer wie die Brushless Motoren. Aber, ey, Bullshit, Quatsch. Wenn ihr wirklich auch dieses Modell baut, baut die 600er Motoren rein, die da drin sind, reicht völlig aus. Ja, sonst habe ich keine Veränderungen gemacht, weil wie gesagt, das Boot fuhr ja so gut, außer dieses Pfeifen der Motoren. Also in der Bussard hören sich diese Outrunner-Motoren vom Brushless überhaupt nicht an. In der Comtesse, finde ich, sind die super. Ne? Ich habe da jetzt 7600 mAh Akkus drin, zwei Stück. Für jeden Motor, also ein Akku. Und ich fahre da, wenn ich jetzt ganz normal sinnig mitfahre, 1,5 Stunden. Und ich denke, mit der Bussard, mit den 7200 mAh, die ich da jetzt drin habe, werde ich auch locker so 1,5 Stunden Fahrzeit mit haben. Gehe ich mal von aus. Und wenn, ist auch egal, wenn du nur eine Stunde fahren kannst, ist auch gut. Reicht völlig aus. Meistens hast du ja eh am See zwei Akkus mit. Von daher alles gut. Aber auf jeden Fall kein Piepen mehr. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Ich möchte jetzt auch keine Werbung machen. Ich kriege auch nichts für. Aber wenn ihr wirklich dieses Pfeifen habt und ich denke, viele kennen vielleicht auch diesen Regler. Also kann ich wirklich nur empfehlen. So, das war von meiner Seite her alles. Wenn jetzt noch mal Wetter ist, wollte ich ganz gerne noch mal ein Video machen. Habe ja zurzeit auch gerade in den Ferien meine Kamerafrau da. Ich wollte nochmal mit der Bremen ein Video machen. Da habe ich gar kein Video von der. Mal ganz am Anfang, wo ich die mal bekommen hatte, im schlechten Zustand. Aber mit diesen ganzen Umbauten und sowas habe ich noch gar kein Video gemacht. Das wollte ich als nächstes mal machen. Aber ich wollte heute euch erstmal zeigen, was ich mit der Bussard gemacht habe. Und mit dem Ergebnis zufrieden. So, das war's jetzt von meiner Seite. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Man sieht sich. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.